Wunderschönen guten Morgen. Etwas Nieselregen, leichte, kalte Temperaturen. Das sind doch die besten Voraussetzungen für ein kleines Promoshooting. Wir sind hier bei der zweiten Staffel von Mainstream Cologne. Ja, wir haben heute den Promoshooting-Tag gestartet für alle Künstler, die dabei sind. Buongiorno, das ist unser Produzent hier, das ist der Shane Gerber. Der macht es hier alles mit möglich. Haben wir wunderbar unseren Fotografen Niklas Winkler, der hier gerade Melissa, die Mitmoderatorin, fotografiert und ablichtet. Ja, lass ihr euch mal richtig fallen. Das vielleicht einfach noch richtig locker machen. So. Also Niklas, du bist Fotograf, ne? Ja, das stimmt. Was machst du da? Ich sorge dafür, dass das Licht gut sitzt und dass die Leute Antwort. Gut aussehen. Tour? Ja, genau. Das ist eigentlich ein Lachthema, aber ich keine Ahnung, ob es weitergeht. Aber dieses Jahr war ein Herbstmodell abgesagt. Ja, genau. Und genau aus diesem Grund wollen wir das halt machen. Alright. Weil es halt gerade mit der Szene halt so ein bisschen schwierig ist aufgrund von Corona. Ja. Dass wir halt alle so zusammenhalten. Und deshalb, dass du auch ein bisschen ernster schaust. Ja. Weil das ist super. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier teil sein darf, dass ich mitmachen darf und dass es hier hoffentlich eine geile Sache wird. Wir sind ein tolles Team, tolle Community aus kreativen Leuten und was wir schaffen, könnte wirklich cool werden. Aber was machst du denn genau bei Mainstream? Bei Mainstream? Was machst du denn da? Warum bist du denn hier? Das weiß ich selber nicht. Nee? Also, ich bin heute Morgen aus dem Bett gefallen und dann war ich hier. Nee, also tatsächlich bei Mainstream, da machen wir die Moderation, der Manu und ich. Und ich stelle hier die delicious Fragen. Taschenplatzen, aber wie kann man dir eine Freude machen? Dümmstes Schimpfwort? Dümmstes Schimpfwort? Ja. Ich glaube, das Beste war für mich, als ich hier wirklich vor der Kamera abgeturnt bin und dann kam Faisal rein und dachte sich einfach nur so, okay, was ist das für eine Freak-Veranstaltung? Ja, wirklich, sein Gesicht hat so ausgesehen, als würde er auf dem Absatz kehrt machen und sich denken, nope, I'm out of here. Die besten Momente waren die weirden Momente und freut euch, wenn ihr es seht. Oh ja, freut euch. Es sind viele peinliche Sachen dabei, aber auch viele geile Aufnahmen. Wir haben uns hier alle Mühe gegeben. Da funktioniert viel Schweiger auf dem Park. Ja. Also. Elke Schmidt! Elke Schmidt! Hat jemand mal geschafft, die Dinger mit den Zähnen aufzubrechen? Nein. Ist das krass? Nein, okay. Oh, super, das war herrlich. Also zunächst war es mega geil, die ganzen Künstler mal zu treffen, nicht nur irgendwie auf dem Foto zu sehen oder Videos zu hören oder sowas, sondern einfach mal live die Leute kennenzulernen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil es alles ganz, ganz tolle Menschen sind. Vielen, vielen Dank. Haben wir nicht gebrochen, darf ich das direkt aufmachen? Ja, natürlich. Ja. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, es war ein sehr guter Tag und wir sehen uns dann zum nächsten Tag. Ja, allerspätestens am 30.01., da wo Mainstream ausgestrahlt wird. Yes. Dankeschön, bleibt dran. Woo.